Der Personennahverkehr auf der Schiene in Baden-Württemberg ist ein wichtiges Element nachhaltiger Mobilität. Und so funktioniert er. Mit neuen, umweltfreundlichen Technologien und modernen Zügen sowie besseren Taktzeiten will das Land die Fahrgastzahlen bis zum Jahr 2030 nachhaltig steigern. Moderner Personennahverkehr auf der Schiene beruht auf drei Säulen: den Rahmenbedingungen, der Planung und Koordination und der Durchführung. Die Rahmenbedingungen schafft das Ministerium für Verkehr des Landes Baden-Württemberg. Es entscheidet nicht nur, wo die Züge fahren, sondern auch wann und wie oft sie fahren. Pro Jahr bestellt und bezahlt das Land etwa 70 bis 80 Millionen Zugkilometer im Nahverkehr. Dabei denkt das Ministerium gemeinwirtschaftlich, damit die Nahverkehrszüge möglichst viele Menschen mobil machen, in der Stadt und auf dem Land. Zudem legt es die Anforderungen in die eingesetzten Fahrzeuge fest. So bieten die neuen Züge im einheitlichen schwarz-gelben Landesdesign jetzt WLAN, Barrierefreiheit und ein größeres Raumangebot. Die neuen Züge der Mobilitätsmarke Bewegt gehören dem Land Baden-Württemberg. Bis ins Jahr 2022 werden 250 von ihnen im ganzen Land unterwegs sein, unter anderem ausgestattet mit neuen Technologien, wie zum Beispiel Brennstoffzellen. Unterstützt wird das Land durch die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, kurz NVBW. Sie ist sozusagen die Servicegesellschaft des Ministeriums. Die NVBW ist für die Erstellung der Fahrpläne sowie für die Verkehrs- und Infrastrukturplanung zuständig. Zudem führt sie die Ausschreibungen für den Betrieb der Strecken durch. Jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen in der EU kann sich darum bewerben, den Betrieb von Strecken in Baden-Württemberg zu übernehmen. Für die Fahrgäste bringt dieser Wettbewerb mehr Qualität und attraktive Preise. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen betreiben die Strecken im Land, entweder mit ihren eigenen Zügen oder mit denen des Landes. Sie warten die Züge in ihren eigenen Werkstätten und stellen Personal und Dienstleistungen zur Verfügung, um das Reisen in Baden-Württemberg so angenehm wie möglich zu machen. Zu den Streckenbetreibern in Baden-Württemberg zählen Abellio, DB, Go Ahead, AVG, SBB, SWEG und BOB. Die Preise für die Tickets werden von den regionalen Verkehrsverbünden festgelegt. Für verbundübergreifende Fahrten gilt seit Dezember 2018 der neue BW-Tarif. Unter dem Motto "Ein Ziel, ein Ticket" landesweit wird das Reisen im Nahverkehr noch einfacher und günstiger. So stellen das Ministerium für Verkehr, die NVBW und die Eisenbahnverkehrsunternehmen die Weichen für einen erfolgreichen Personennahverkehr auf der Schiene und sorgen gemeinsam dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger Baden-Württembergs umwelt- und klimagerecht unterwegs sein können. Weitere Infos unter www.bewegt.de.